Grüß Gott. Grüß Gott. Kein freudiges Ereignis hier zu sein. Das sind sicher weitreichende Beschlüsse, die heute gefasst werden, nach den Beratungen der Staats- und Regierungschefs gestern. Aber eines ist klar, Russland hat den Weg des Krieges der Gewalt gewählt, hat sich damit international selbst isoliert. Und wir reagieren jetzt, indem wir Putin und sein System isolieren. Von der Wirtschaftswelt, und das ist innerhalb von einer Woche zwei massive Sanktionspakete, die hier sehr schnell im Konsens von der Europäischen Union verabschiedet werden. Und dass wir es ernst meinen, zeigen wir auch daran, dass wir einen Akt setzen, den es in dieser Form noch nicht gegeben hat, nämlich auch den Staatschef der Russischen Föderation und den Außenminister mit Sanktionen belegen. Kontoeinfrierungen innerhalb der Europäischen Union. Das ist gegenüber einer Atommacht, einer Macht, einem Land, das einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat hat, in der Geschichte ein einmaliger Schritt, zeigt aber auch, wie sehr wir hier agieren, wie sehr wir geschlossen sind und wie sehr wir diese Isolation Russlands vorantreiben werden. Denn dass hier ein Staat glaubt, mit Panzern einen souveränen Nachbarstaat überfallen zu müssen, das ist schlicht inakzeptabel. Das können wir nicht hinnehmen. Das ist sicher eine Zäsur. Das ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichte eingehen, das trauriges Datum, und wird in der Geschichte Europas eine Zeitwende einläuten. Wir haben jetzt wieder eine gewisse Eiszeit zwischen der Russischen Föderation und dem Westen. Leider Gottes, muss ich dazu sagen. Der Außenminister, jetzt hat von der Ukraine schon heute geheißen, man sei ein bisschen enttäuscht, das sei zu wenig, das würde nicht zu viel bringen. Auch Erdogan hat heute gesagt, der Westen ist hier viel zu zahm. Nehmen Sie sich diese Kritik zu Herzen? Könnte es jetzt schnell gehen mit weiteren Sanktionen? Warum hat man gestern nicht mehr auf den Weg bringen können? Also ich sage ganz offen, innerhalb von eigentlich 3 Tagen zwei massive Sanktionspakete zusammenzuschnüren. Wir haben ja wochenlang daran gearbeitet. Das ist nicht ohne. Wir sollten uns auch nicht klein machen und uns kleiner reden, als wir tatsächlich sind. Das sind schon Sanktionspakete, die sehr namhaft sind. Und ja, wir haben noch Pfeile im Köcher. Wir wollen nicht das ganze Pulver auf einmal verschießen. Wir müssen ja leider Gottes davon ausgehen, dass wir noch nicht das Ende der Eskalation und der Gewalt in der Ukraine gesehen haben. Also es gibt noch Steigerungsformen von unserer Warte auch. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, das wird in Russland sehr wohl spürbar sein. Wir haben in Wirklichkeit die ganze Duma, das gesamte russische Parlament unter Sanktionen gestellt. Auch das ein Akt in der Form, in der Geschichte noch nie gegeben hat. Diese Sanktionen gegen Putin und Lavrov selbst, sind die jetzt schon durch? Wie werden die konkret aussehen? Sie haben schon gesagt. Ja, wir werden das jetzt unter den Außenministern vereinbaren und dingfest machen. Es wird so aussehen, dass ihre Konten in der Europäischen Union eingefroren werden, aber keine Visasperre für sie, weil falls es die Möglichkeit gibt, dass es zum Ende der Gewalt und Eskalation kommt und man sich an einen Verhandlungstisch setzen kann, dann muss das auch weiterhin möglich sein. Danke sehr. Darf ich dem ORF vielleicht einen Satz noch sagen? Etwas vielleicht noch zusätzlich. Ich bin überzeugt davon, oder wir müssen davon ausgehen, dass es auch nicht das letzte Sanktionenpaket bleiben wird. Wir haben noch nicht das Ende der Eskalation gesehen in der Ukraine. Die Bilder, die uns erreichen, sind erschreckend. Auch die Zahlen, sowohl was Menschen, Binnenflüchtlinge oder Flüchtlinge betrifft, als was die Opferzahlen betrifft. Das heißt, wir denken jetzt und beginnen jetzt schon zu arbeiten, natürlich am nächsten Sanktionspaket. Und da sage ich ganz offen, aus der österreichischen Warte, aus meiner Warte, liegt der SWIFT auf dem Tisch. Also SWIFT ist noch nicht gegessen, was könnte jetzt bald noch schnell? Es hängt sehr davon ab, was wir in der Ukraine sehen. Was wir momentan sehen, wird uns ziemlich schnell dazu bringen, dass wir ein weiteres Sanktionenpaket diskutieren werden. Und da wird es natürlich die Zielrichtung sein, die Oligarchen, die Nomenklatura in Russland. Aber da liegt aus meiner Warte SWIFT auch ganz deutlich auf dem Tisch. Ja, das stimmt schon, aber wir haben gesagt von Anfang an, dass Österreich und auch der Bundeskanzler, alles liegt am Tisch. Wir haben das ja auch zu Nord Stream 2 gesagt und ich glaube, das liegt denn hier auch auf dem Tisch und man darf nicht sozusagen mit Scheuklappen in diese Debatte reingehen. Ja, wir brauchen Sanktionen, die nicht wie ein Bumerang stärker auf uns zurückfallen, sondern sie sollen dort wirken und Schmerz verursachen und Probleme verursachen, wo wir das wollen, nicht bei dem Aggressor und nicht bei uns. Aber aus meiner Warte liegt SWIFT dann eindeutig auf dem Tisch. Danke.